Hallo, in diesem Erklärvideo erläutere ich dir deine freiwillige Zusatzaufgabe im Fach Informatik. Es geht weiterhin um 3D-Programmierung bzw. 3D-Druck. Und dazu schaust du bitte, wie auch beim letzten Mal, zunächst einmal das Einführungsvideo 10EF Haustier an. Hier liegt der Link, den du einfach folgen musst, um dieses Video zu sehen. Wichtig noch einmal, diese Aufgabe basiert auf deiner reinen Freiwilligkeit und es stellt eine Zusatzleistung dar, um dann deine Note für das Abschlusszeugnis auch noch zu verbessern. Die Aufgabe ist, dass du mit Hilfe von blockscap3d.com ein Haustier oder ein Tier deiner Wahl programmierst. Dazu kannst du dir Anregungen in der Galerie suchen. Diesen entsprechenden Link habe ich dir auch hier hinterlegt. Welches Tier du auswählst, das ist dir überlassen. Da gebe ich keine Vorgabe. Du solltest natürlich ein Tier nehmen, was auch gut zu programmieren ist. Um dir ein paar Anregungen zu geben, folgen wir einfach mal diesem Link und ich zeige dir, was dort alles möglich ist. Wenn du diesem Link gefolgt bist, dann kommst du automatisch in die Galerie von Blockscat. Du siehst schon hier auf der linken Seite habe ich dir blau hinterlegt, Animal, das ist schon die Sortierung und da ist entsprechend die Vorgabe schon gegeben, dass du auch Tiere siehst. Hier siehst du zum Beispiel Affen, Truthähne, Hunde, Pandas, Raupen, alles das, was möglich ist. Da kannst du dich einfach mal durch die Galerie durchklicken und da wirst du entsprechend auch ein Tier mit Sicherheit finden, was du gut programmieren kannst. Wir gehen wieder zurück zum Aufgabenblatt. Als letztes bleibt nur noch der Hinweis, dass du bitte deine Zusatzaufgabe natürlich auch hochlädst und zwar im Aufgabenmodul unter der Aufgabe 10EF Tier. Und das solltest du am besten tun bis zum 19.02. Das sind ungefähr 3 Unterrichtsstunden. Ich denke, 3 Stunden à 60 Minuten sollten durchaus ausreichend sein, um dort ein tolles Ergebnis hinzubekommen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Zusatzaufgabe.